Servus, meine lieben Profis, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Let's Play Madagaskar 1, das Spiel zum Film auf PC. Und wir suchen gerade Marty, der aus dem Zoo ausgebrochen ist. Ja, das muss der richtige Weg sein. Ich weiß zwar nicht, warum die Autos oben anhalten, während ich unten bin. Komische Hitbox, but okay. Tiere gesehen, die über den Times Square spazieren. Die Leute hier haben vielleicht verrückte Haus. Okay, da kommen die Chuckos. Ah, endlich! New Yorks Helden! Warum hat das so lange gedauert? Irgendwelche Zebras gesehen? Sieht aus, als wäre er aggressiv, Jungs. Stellt die Elektroschocker ein. Mach die Bestie ein! Mayday! Mayday! Aber den Gulli. Zap, zap. Oh, da haben wir einen. Den lassen wir jetzt vom T-Rex fressen. Kleines Easter Egg. Nicht ausgebildet. Und der auch. Officers am Boden. Schnell, schicken Sie Verstärkung. Nein, keine Verstärkung. Lass mich einfach meinen Freund suchen. Habt ihr den Hut gesehen? Oder war das ein Lampenschirm? Fragen über Fragen. Ich finde auch übrigens die Modelle der LKWs hier geil. Sieht immer wunderschön aus. Warte mal, hier müssen wir oben her, weil die Autos hier nicht anhalten auf dem Highway. Vielleicht sollte ich nach einem Taxi winken. Ja, vielleicht, aber ich glaube, die halten hier. Deshalb hasse ich es, wenn ich aus Long Island raus muss. Nee, die halten hier nicht an. Und einmal rüber. Der mit dem langen Hals ist super bedruckt. So, und hier nochmal rüber. Mit mir legt sich niemand an. Doch, ich. Ich hoffe, Sie sind versichert. Falls nicht, kann ich Ihnen dabei helfen. Ah ja, typisch New York. Okay. Den Teil hätten wir geschafft. Jetzt geht's los, und zwar Schnelli. Das Zeug macht mich echt. Schnelli mit Nelly. Zack. Einfach mal die Autos hier wegräumen. Nützt nix. Alles muss raus. Oh, wir haben eine Powercard. Das ist gut. Alle zusammen, schnappt sie! Ja, den Weg wirst du wohl finden müssen. Oh. Also ich würde mich ja nicht mit dem Nilpferd anlegen, wenn ich ehrlich bin. Jo, wir haben den Po-Klatscher. Den Po-Sprung? Weg damit. Sieht doch gar nicht so schlimm aus, nur ein bisschen Stau. Let's go. Da ist aber jemand schnell unterwegs gewesen. In diesem Tempo zu rennen, brauchen Sie eine Erlaubnis. Zap. Weg damit. Weg. Alles weg. Ja, ich auch. Und nochmal zwei weg. Hier einmal links abbiegen. Zack. Ja, da vorne war eine goldene Münze, aber es ist nicht so schlimm. Ich sage, ich bin hier nicht, um das Spiel irgendwie auf 100% zu spielen. Ich werde euch das Spiel durchspielen und zeige euch ein bisschen die Sonderinhalte, die man sich mit den Münzen kaufen kann. Es geht mir nicht darum, wirklich alles im kleinsten Detail mitzunehmen, sämtliche Cosmetics und hast du nicht gesehen. Darum geht's mir jetzt nicht. So, und rein da. Und Stau. Okay. Bisschen viel Verkehr diesmal. Okay, schön. Das haben wir geschafft. Easy peasy. Zap. Einfach lecker. So. Gut. Das haben wir geschafft. Schön. Ich sollte besser oberhalb der Straße bleiben. Ja. Ist das wirklich gefährlich? Das ist möglich.
muss 3 Powerkarten aufnehmen, um meinen Hubschrauberkreisel zu aktivieren. Das klingt doch gar nicht so schlimm. Den Hubschrauberkreisel, den allerechten. Da haben wir ihn doch schon. Das ging doch schnell. Ich kann euch sagen, die Powerkarten einzusammeln wird demnächst anspruchsvoller. In zukünftigen Leveln. Wenn ich über den Luftströmen schwebe, könnte ich sicher an Höhe gewinnen. Ja, das kannst du. Schwupp. Naja, immerhin riecht es wie ein Schmelztiegel. Ja, so riecht's hier. Lülülü. Einmal hier ein bisschen Menschen, an Höhe gewinnen. Menschen atmen in meiner Nähe. So. Und einmal hier. Baustelle. Ich habe Rückenprobleme. Das ist nicht gut. Nee, das ist wirklich nicht gut. Aber bei so einem langen Hals. Was ist das? Schnappen wir es. Bei einer so langen Wirbelsäule wundert es mich nicht, wenn ich ehrlich bin. Vor allem einfach. Da hat aber jemand ordentlich Verstopfung. Der Baustellenmitarbeiter gerade einfach original, ne? Was ist das? Noch nie eine Giraffe gesehen oder was? Gut, vielleicht nicht in den Straßen von New York, aber so allgemein. Zack. Ich mag nicht! Nein, warum nicht? Ich finde das hier eigentlich gerade ganz amüsant. Zack. So. Einmal hier landen. Gehen täglich diese Straße entlang. 42. Okay. Okay, Marty. Offiziell hasse ich dich von jetzt an. Was? Warum denn? Hui, hui, hui. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Irgendwie habe ich im Moment Bock, wieder die Filme mal zu sehen. Madagaskar 1 und 2. Den dritten fand ich jetzt nicht ganz so gut. Aber könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so die Filme fandet. So ein Ranking von euch aus gesehen. Uh-oh. Marty, was machst du nur? Was hast du dir dabei gedacht? Und wo genau wolltest du eigentlich hin? Ja, jetzt rede, Zebra. Wirklich? Hast du überhaupt eine Vorstellung, was diese Stadtluft für meine Nebenhöhlen bedeutet? Hm? Hey, wer sind diese Typen? Entspannt euch, das sind nur Cops. Mit Helmen? Und Betäubung? Ich meine... Oh, na klar, den Löwen zuerst. Wartet, wenn ich jetzt darüber hintern und euch in den... komme. Leute, hey, ich hoffe, diese Nadeln wurden sterilisiert. Bellman, ich glaube kaum, dass das unser größtes... Au! Ach so, neues Level freigeschaltet. Ah, es geht ab aus Schiff. Pinguinmeuterei. Und hier unten hätten wir theoretisch Shuffleboard, aber ein Spiel, was wir freischalten müssen. Und irgendwann noch werben. Die Minispiele zeige ich euch auf jeden Fall noch. Ich hoffe, du bist ja zufrieden, Marty. Vielleicht bin ich das sogar. Vielleicht ist das ein gutes Einfangen, wo sie einen an aufregende Orte bringen und mit Geschenken und Liedchen überhäufen. Warum musst du immer so negativ sein, Alex? Oh, klar, das gute Einfangen, ja. Das ist die herrschaftlichste Kiste, in die ich je hineingestopft wurde. Die Leute in der zweiten Klasse tun mir echt leid. Hör mal, ich kann mich nicht daran erinnern, jemanden gedrängt zu haben, mit auf diese Reise zu gehen. Könntet ihr bitte damit aufhören? Das hier ist nicht gut für meine Bandscheibe. Würdet ihr Jungs jetzt mal aufhören? Wir müssen positiv denken. Ich weiß was. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Und das ist dunkel. Oh, das ist einfach toll. Psst. Aber ich... Psst. Was war das? Tja, ich war es jedenfalls nicht. In Ordnung, Leute. Aus den Zellen werden wir raus. Gehen wir unser nächstes Ziel an. Das ist
unser nächstes Ziel, Skipper? Du bist mir einen Schritt voraus, Soldat. Wir kapern das Schiff und steuern es in Richtung Antarktis. Hat sonst noch jemand eine Idee? Ich persönlich würde noch den Kapitän und die Crew überwältigen. Ja, das meinte ich doch mit kapern, Kowalski. Ihr Jungs bleibt hier und haltet die Stellung. Ich erkunde die Lage. Ich gebe Bescheid, wenn ihr aufrücken könnt. Gut. Ich voraus, um einen Treffpunkt auszumachen. Dann ruf uns. Ja, das kriege ich hin. Schön. Jetzt spielen wir mal die Pinguine. Haben wir die ganze Zeit bisher noch nicht also gespielt. Gut, ich darf nur nicht meine Nahkampfausbildung vergessen. Zuerst gegen diesen Seemann schlittern, indem ich Angriff drücke. Sobald er auf dem Boden liegt, drücke ich erneut Angriff und schlage ihn mit einem Karatehieb K.O. Ja, so machen wir das. So machen wir das. Zack, weg damit. Was haben wir hier drin? Nix, okay. Nix ist nicht so viel. Soweit, so gut. Ich habe den ersten Sammelpunkt erreicht. Mhm. Jetzt muss ich die Käfigtür öffnen und dann kann ich mit Aktion die Truppe rufen. Ja, aber vorher bereinige ich ihn. Dieser Matrose sieht aus, als hätte er ein paar zusätzliche Y-Chromosomen. Bei so harten Kerlen sehe ich mich besser vor. Okay. Benutzen, da. So, cool. Let's go. Morsch. Okay. Ein paar zusätzliche Y-Chromosomen, ja. Da sehen wir uns wirklich mal lieber vor. Huch, ne, benutzen. Sieht aus, als gingen wir durch das Rohr. Los, marsch! Marsch! Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das Boot schwankt, die See ist grau und Merkur ist rückläufig. Abgesehen davon läuft alles wie geschmiert. Oh, ich kann nicht schwimmen. Hey, du gehörst mir, Mieze. Mieze? Geh voraus und finde den Eingang zum Luftschacht. Ja, okay, ich dachte vielleicht von hinten könnte ich ihn überwältigen. Ah, okay. Mit denen kann ich mich garantiert nicht anlegen. Und das ist natürlich schlecht. Okay, ich dachte vielleicht... Ich habe das Level tatsächlich nicht mehr ganz so im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Das ist schlecht. Ja, wo ist er denn? Da ist er. Ja, bist du. Ja gut, heutzutage wohl doch eher nicht, ne? So. Dann komme ich ja irgendwie... Ja, stimmt, ich muss da demnächst noch anders dran kommen. An die Münzen, die hier oben auf den Kisten liegen. Aber ich spoilere da mal nicht, das werdet ihr gleich sehen. Ich erinnere mich nämlich jetzt wieder, wie man da gleich dran kommt. Einmal aufmachen, einmal rein da. Ich frage mich, was zu Hause so los ist. Na, frag ihn mal weiter. Los geht's! Und zackig! Genau, zackig. Ah, Mist. Oh oh, ich muss diese Seeleute loswerden, bevor ich die Truppe rufen kann. Ah, stimmt, da war was. Da war dieser was. Kran bringt mich. Ups, sorry. Er bringt ihn auf eine Idee, wollte ich sagen. Wollt ihn nicht unterbrechen. Oh, das wird richtig spaßig. Hey du, das war ein bisschen zu langsam. Ah, ich hole mir jetzt mal eben erst hier die Münzen. Ich bekomme nicht genug Geld, um mich um sowas zu kümmern. Da haben wir noch eine Münze. Lass mich los, schwebender Hand. Ah, den lasse ich jetzt los. Du. Zack. Einmal über Bord damit und hier den da mit den Y-Chromosomen, ein paar zu viel. Nehmen wir auch mal mit. Das ist nicht fair. Ja,
Hey du. Vergiss es. Ich bekomme nicht genug so. Geld, um mich um sowas zu kümmern. Naja, das stimmt wohl. Brauchst du auch nicht drum kümmern. Brauchst nur stehen bleiben. Ich hab Höhenangst. Ja, dann lasse ich dich wieder runter. Achtung! So. Haben wir denn noch irgendwo hier noch eine Münze? Nee, ne? Ich glaube, das waren sie alle. Die ich so nicht erreichen konnte. Ich bin nicht versichert. Ich bin nicht versichert. Das ist schlecht. So, aber jetzt kann ich sie rufen. Schön. Los geht's. Und zackig. Und zapp zapp jetzt hier. Okay. Huch, wollte nicht wieder zurück. Und nochmal. Geht schneller unter als die Bayern in der Champions League. Ey du, die Bayern gehen nicht unter. Gut, ich bin kein Fußballfan. Also ist es mir egal. Okay, was haben wir hier? Okay, schön. Dann pushen wir mal hier den Button. Und rufen unsere Leute. Zap, zap. Los geht's. Und zackig. Marsch. 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 Wir müssen diesen Luftschacht hoch. Okay. Welche Seite liegt in Windrichtung? Backbord oder Steuerbord? Ach, ich bleibe einfach unter Deck. Ich erinnere mich, glaube ich, daran, dass wir irgendwas hier machen mussten. Ich habe meine Brille zu Hause vergessen. Warte mal, ich muss mal eben hier... Ich glaube, den einen da vorne, den kann ich gleich mal eben fix K.O. machen. Aber den anderen, den muss ich da jetzt irgendwie weglocken. Zu Hause hatte ich Vollpension und Freunde und ich konnte im Bett Kekse essen, Mann. Warum bereuen die das eigentlich alle zur See zu fahren? Was ist da los? Eine Seefahrt, die ist lustig. Jo. Hä? Was war das für ein Geräusch? Da ist es schon wieder. Irgendwas stimmt mit unserem Abfluss nicht. Würde ich auch sagen. Ich mache das nicht sauber. Münze nehmen wir mit? Irgendwas stimmt mit unserem Abfluss nicht. Ja, kann sein. Ich wollte sagen, da ist nämlich noch einer. Und den snacken wir uns jetzt. So, einmal hier. Und einmal hier. Und dann haben wir einmal einen Schlüssel. Den haben wir uns vorhin gekrallt. Schön. Funkraum. Crew ranholen. Einnehmen oder sterben. Oh, jetzt geht's los. Okay. Ich würde sagen, den einen konnte man... Ja, ich erinnere mich doch ziemlich großen Teil so noch an das Spiel. Finde ich gut. Finde ich sehr gut, dass ich mich doch noch so gut erinnere an das Spiel. Immer dann, wenn man so zu den Punkten kommt, an die man sich erinnert. Eine Kiste voller Bowlingkugeln, was für ein Glück! Und diese Wachen da drüben erinnern einen irgendwie an Kegel. Oh, oh, das Schiff geht schneller unter als die Bayern in der Champions League.
Zap. Dann nehmen wir uns mal hinten die Bowlingkugel und schieben die auch mal hier durch das Rohr, ne? So richtig flüssig läuft das Spiel von damals einfach echt nicht, ne? Aber das hat mich damals irgendwie nicht gestört, dass da zwischendurch so Haken eine Animation mit drin sind. Aber gut. Los geht's. Und zackig. Und zap zap jetzt so. Marsch, Marsch, cool. Marsch, 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 Marsch. Okay, aber an der Stelle würde ich sagen, ist die Folge auch mal wieder rum. Und wenn es euch Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt Kommentare, Videobeschreibung abchecken und abonnieren nicht vergessen. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos, euer NicoTube. Cheerio!